Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und in diesem Video schminke ich euch ein etwas aufwendigeres, aber sehr eindrucksvolles Augen-Make-up zu Weihnachten. Es ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber ich erkläre es euch so, dass ihr es trotzdem hinbekommt, selbst wenn ihr der Meinung seid, dass ihr eigentlich eher Anfänger seid in Anführungsstrichen. Das Einzige, was ihr vielleicht braucht, ist ein bisschen Geduld. Falls euch aber interessiert, wie ich das geschminkt habe, bleibt unbedingt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Vorab möchte ich aber sagen, dass die Idee zu diesem Make-up nicht von mir stammt. Vielleicht kennt ihr die Wimpernmarke Adele, die haben auf Instagram nämlich mehrere Augen-Make-ups gepostet, die man nachschminken kann. Und da habe ich mir eins von ausgesucht, weil ich das extrem schön fand. Ich blende es euch mal hier an der Seite ein. Also ihr seht, schön rot, schön weihnachtlich und ein bisschen Glitzer mit drin. Also eigentlich eine perfekte Kombination. Und das möchte ich jetzt heute mit euch nachschminken. Ich werde dafür die Jolina Palette in Zusammenarbeit mit Lethal Cosmetics verwenden. Bevor ich jedoch Lidschatten auftrage, verwende ich noch einen Primer auf dem Augenlid. Und da verwende ich einen neuen Favoriten von mir, und zwar die Primer Potion von Urban Decay. Und die Reste, die noch so an meinem Pinsel dranhängen, gebe ich auf den unteren Wimpernkranz, damit der Lidschatten dort auch richtig schön rauskommt. Damit wir gleich mit dem Augen-Make-up starten können, habe ich meine Foundation schon mal vorbereitet. Falls ihr aber noch Tipps braucht oder wissen wollt, wie ich es gemacht habe, verlinke ich euch mal ein Video hier oben auf dem i. Da habe ich das nämlich Schritt für Schritt gezeigt, wie ich meine Foundation auftrage. Und dann können wir auch schon mit dem Lidschatten starten. Ich beginne mit der Farbe Surgery und trage die in meiner Lidfalte auf. Und zwar einmal von vorne bis hinten. Und außerdem ziehe ich die danach auch noch an den unteren Wimpernkranz. Am Anfang presse ich die Farbe eher in das Augenlid rein. Und dann gehe ich im Anschluss mit einem sauberen Blenderpinsel über die Kanten, um die auszublenden. Auf diese Art erhaltet ihr in der Lidfalte ein intensives Ergebnis. Aber trotzdem seid ihr in der Lage, das auszublenden, sodass es nicht so fleckig aussieht sozusagen, sondern es ist einfach richtig schön ausgeblendet am Ende. Falls es euch ein bisschen zu schwer fällt, euren roten Lidschatten sanft auszublenden, könnt ihr auf den Pinsel, den ich ohne Farbe benutzt habe, auch einen Lidschatten benutzen, der eurer Hautfarbe ähnelt. Also irgendwie sowas Beigefarbenes oder so in der Art. Theoretisch geht da auch einfach ein Gesichtspuder, um das auszublenden. Und wie schon angekündigt, kommt die Farbe natürlich auch an den unteren Wimpernkranz. So, die Lidfalte ist jetzt erstmal für den Rotton fertig. Deswegen kommt jetzt erstmal der rote Schimmerton namens Worth It auf das bewegliche Augenlid. Und die Farbe lässt sich so einfach auftragen, dass es in nicht mal 2 Minuten erledigt. Das Beispielbild hat ja nicht wirklich eine Cut Crease, aber schon so ähnliche Charakteristiken wie eine Cut Crease, also diese dunkle Lidfalte. Deswegen nehme ich jetzt den dunklen Lidschatten in der Farbe Cold Brew und ziehe mir damit diese dunkle Schattierung in der Lidfalte nach. Wichtig ist jetzt, wenn ihr das auftragt, dass ihr geradeaus in den Spiegel guckt, wenn ihr das macht, damit man den Schimmerlidschatten danach auch immer noch sehen kann. Außerdem gehe ich damit in das äußere V und trage dort eben eine V-förmige Form auf, obviously. Das verlängert das Auge nochmal optisch und diese braune Farbe wird dann auch in den Schimmerlidschatten hineingeblendet. Und um das nachzuziehen, nehme ich erstmal einen super feinen Pinsel, so eine Art Pencil Brush. Und erst im Schritt danach blende ich das mit einem sehr, 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 sehr kleinen Blendepinsel aus. Falls ihr noch kleine Blendepinsel sucht, ich kann das Set von Alicia Marie mit BH Cosmetics sehr empfehlen. In diesem Set sind außergewöhnlich kleine Blendepinsel drin und daher ist das auch perfekt für kleine Augen geeignet. Den gleichen Spaß mache ich jetzt natürlich nochmal auf der anderen Seite und das ist vielleicht gar nicht so einfach, das nochmal genauso hinzubekommen wie da. Da müsst ihr euch einfach richtig viel Zeit lassen und immer gut beobachten, bevor ihr zu viele Schatten auftragt. Lieber erstmal langsam aufbauen und nicht zu viel auf einmal drauf machen, dann funktioniert das. Versprochen, ihr kriegt's hin. Lasst euch einfach genug Zeit. Nachdem der Grundstein für den Look mit dem Lidschatten gelegt ist, können wir jetzt alle Besonderheiten hinzufügen, die den Look zu eben diesem besonderen Look machen. Theoretisch könntet ihr aber hier auch aufhören und einfach Wimpern machen und dann seid ihr fertig. Da ich aber alle Besonderheiten natürlich noch zeigen möchte, die in diesem Look mit drin sind, fangen wir jetzt erstmal an, den roten Liner zu ziehen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so oft gesehen, von daher ist es definitiv eine Besonderheit im mehrfachen Sinne. Ich nehme dafür den Lethal Cosmetics Side Effects Liner in der Farbe Amplitude.
Nachdem das erledigt ist, können wir mit Glitzer weitermachen. Und da habe ich einen goldenen Glitzerliner, ähnlich wie er eben auf dem Bild zu sehen ist. Und zwar habe ich da von NYX Professional Makeup den Glitter Goals Eyeliner in der Farbe Chamomile. Und dieser Glitterliner wird zweigeteilt aufgetragen. Einmal im vorderen Bereich, da wo die Cut Crease sein würde, und dann einmal im hinteren Bereich des Auges unterhalb des roten Liners. Und wenn das zwischendurch ein bisschen komisch aussieht, dann ist das quasi fast normal. Mit Wimpern am Ende passt alles wieder zusammen. Macht euch da also keine Sorgen. Was wäre soweit erledigt und fertig? Bevor ich jetzt falsche Wimpern aufklebe, trage ich mir noch einen schwarzen Eyeliner auf, direkt auf meinen eigenen Wimpern. Denn sonst gehe ich das Risiko ein, dass man die falschen Wimpern extrem sieht. Das möchte ich vermeiden, deswegen trage ich ganz dicht daran eben einen sehr, sehr, sehr dünnen Eyeliner auf. Dieser Eyeliner soll auch gar keinen Wing bekommen, sondern wirklich nur vom vorderen bis zum hinteren Teil des Auges gehen und mehr nicht. Und dafür verwende ich meinen Epic Ink Liner von NYX Professional Makeup. Ich möchte mir gleich Lashes aufkleben und damit meine eigenen Wimpern nicht darunter zu sehen sind, tusche ich die schnell mit schwarzer Mascara. Und da ich Adele jetzt sowieso schon als Markenname genannt habe, nehme ich natürlich auch Lashes von Adele. Offensichtlich, sie haben sich ja auch den Look ausgedacht. Muss es ja dann auch irgendwie zu deren Lashes passen, oder? Ich nehme hier ein paar aus der Foaming-Reihe in der Variante 817. Für mein Auge muss ich die allerdings ein bisschen kürzen. Falls ihr Tipps zum Wimpernkleben haben wollt, kann ich euch das Video, was ich euch jetzt auf dem i verlinke, empfehlen. Da habe ich euch alles erzählt, was ich zum Thema Wimpernkleben weiß und auch wie man es einfacher machen kann für Anfänger. Ein Tipp, den ich euch in diesem Video gezeigt habe, ist, dass man mit einer Wimpernzange die eigenen mit den falschen Wimpern verbinden kann, damit die eben nicht so aufeinander liegen, sondern ineinander und zwischeneinander, damit es natürlicher aussieht. Und das mache ich natürlich auch jetzt bei diesen Wimpern. Somit fehlt zu diesem Augen-Make-up eigentlich nur noch der passende Lippenstift. Und da ich letztendlich sowieso ein Gloss benutzen möchte, nehme ich jetzt die bestpassendste Farbe zu diesem Augen-Make-up. Und zwar habe ich da den Powder Puff Lippy von NYX Professional Makeup in der Farbe Prank Call. Ob ihr zu diesem doch schon sehr auffälligen Augen-Make-up allerdings einen roten Lippenstift tragen wollt, ist komplett Geschmackssache. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige unter euch sind, denen das viel zu viel ist. Da könnt ihr natürlich auch einfach einen hautfarbenen Lippenstift nehmen, also einen Nude-Lippenstift. Ganz wie ihr das am liebsten habt. Ich finde aber zu Weihnachten darf es auch ruhig mal ein bisschen mehr sein und vor allem roter Lippenstift ist ja so klassisch Weihnachten. Dementsprechend habe ich mich für den roten Lippenstift entschieden. Ich möchte noch gerne einen Gloss auftragen und zwar habe ich von Anastasia Beverly Hills den Lipgloss in der Farbe Luna. Und dieser Gloss hat goldene Glitzerpigmente, was ja eigentlich gar nicht besser zu diesem Augen-Make-up passen könnte. Deswegen packen wir den da jetzt noch oben drüber. Da der Lipgloss eine klare Base hat, gehe ich übrigens damit nie direkt über Lippenstift, weil man sich natürlich den Lipgloss damit versauen würde. Ich nehme immer so eine Make-up-Palette und schmiere den Lipgloss darauf ab, damit der Applikator nicht dreckig wird. Hat übrigens auch hygienische Vorteile. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen und natürlich auch der Make-up-Look. Falls das der Fall ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch noch hier oben rechts eins meiner Videos, sodass ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!